Akkus, Handy spielen ein bisschen, wird nicht besser. Weiß ich, wo lang es liegt. Doch, schon wieder eine Kälte. Ich weiß es. So, werden wir sagenhaft begast, haben wieder die Schmerzen, die wir auch im März, April und so immer weiter noch mit uns rumtrugen. Und wie gesagt, dann macht man auch keinen Lärm. Wozu? Und die Schmerzen halten uns wach. Ne? Jetzt noch so kalt, jetzt stehen wir auch nicht mehr auf. Und wollen natürlich auch Strom sparen normalerweise. Aber wir machen es nochmal so richtig was Warmes, weil ich möchte jetzt nochmal sagen, also 7 Tage fast, ne? Also wir haben 15 Uhr noch was heute was gegessen, ne? Entschuldigung, gestern. Ne? Also fast 7 Tage gefastet. Die Reserven waren weg von den 14 Tagen, weil sie haben uns einfach nicht rausgelassen. Ne? Und es fehlt an allem, weil wir mussten ja an anderen Sachen investieren, was wir jetzt nachkaufen müssten. So, und möchte auch nochmal sagen, man wird da wieder kiebig, Jobcenter West, da fehlen mindestens noch 20 Anzeigen. Ne? So, und gleichzeitig gibt man hier dieser Miesbach und alle, die dahinter stecken, dann grünes Licht und sie Wohnung zu kündigen. Ne? Das muss man sich mal überlegen. So, und auch die Miesbach möchte ich auch nochmal sagen, ne? Das wird sie schon nicht bezahlen können, wollte uns umbringen, ne? Bei diesen Hintermännern. Also sie stellte die Heizung ab, das heißt, sie hat sie nur lauwarm gemacht, ne? Weil sie haben überlegt, die muss unten gedrosselt sein, aber sonst regelt die Heizung danach, wenn es kalt ist, ne? Damit sie immer wärmer, damit sie nicht einfrieren kann, die Anlage. Also da haben wirklich wahrscheinlich SED-Spatzen hier überlegt, dass sie die Heizung ein bisschen anmachen und dann sollte sie es überleben, ne, Nadi? Nur wir nicht. Das Problem dabei, dann reicht es nicht aus, wenn es kälter wird. So, und dann ist das erste Mal eine Heizung gekommen im Dezember. Das haben wir auch irgendwo beschrieben, dass er damit mal ganz aus war, ne? So, und das haben wir, glaube ich, schon, da ist die Heizung über uns gekommen und das sehen sie dann an der Decke, die rausgestellt. Ne? So, und dann sind überall wohl bei der Heizung gekommen. Weil sie zu dumm waren, dann hätten sie sofort den ganzen Kreislauf abstellen. Also, ich sage auch gar nicht, ich gebe dir keine Tipps. Das ist dumm von mir. So, dann sind einige gekommen, also auf jeden Fall unter uns noch eine. Und dann noch mal weiter darüber eine. So, und durch diese Kälte ist dann wohl irgendwo die Wasserleitung gekommen. Ne? An irgendeinem Gastherme heißt das hier, an irgendeiner Gastherme. So, und jetzt wird man uns dann die Wohnung kündigen und dann ist man ja an uns dran. Ne? Dann können wir länger nichts machen. Geld haben wir nicht, also brauchen wir uns auch nicht um eine andere Wohnung bemühen. Weil die wollen natürlich gleich Geld sehen, dass das Jobcenter West das macht, ne? Und ich sage auch den jungen Mann, ne? Man hängt da mit drin, ne? Also wenn man über alles weiß. Ja, also es ist nicht neutral. Da war ja auch ein paar Mal ganz schön frech, ne? Das habe ich natürlich übergangen. Also das möchte ich auch nicht nochmal erleben, ne? Und man wird da nicht kiebig, man macht da jetzt, was wir wollen. Und die Welt weiß, dass wir da genug hingemäht haben und auch garantiert alles nachgefragt haben. Und man handelt jetzt, ne? Also ich lasse mir da vom Jobcenter West nichts mehr erzählen, weil das möchte ich doch nochmal daran erinnern. Man dreht immer alles so, wie man sie haben will. Ne? Dann haben wir irgendwie irgendwas Böses gemacht oder so. Also man hält sich nicht an die kleinsten Sachen hier, ne? Und klaut uns dennoch das Geld, was uns gesetzlich vorsteht, zusteht. Und wir kriegen sowieso kein bisschen mehr. So, wir wollten uns jetzt Kleidung kaufen, die wir dringend brauchen. So, und wir wollten das Postfach haben. Und da hat man dann auch wieder kein Interesse mehr. Ja, das ist dadurch eindeutig bewiesen. So, ja, man will wohl, dass wir unsere Wohnung loswerden, nichts anderes. So kommt man an uns ran. Möchte nochmal die internationalen Länder dringend bitten, dass man uns da aufnimmt, dass man auch gleich auf uns aufpasst, ne? Dass wir uns da auch was aufgebaut haben. Und Asyl, ne? Asyl, weil wir politisch verfolgt werden, ne? Wir sind hier politisch Andersdenkende, denen ist hier der Kommunismus egal, weil sie nicht kennen und die Kommunisten wollen ihren Kommunismus.
So, und wir sind Andersdenkende, uns ist der Kommunismus nicht egal, weil, also was Schrecklicheres gibt's nicht. Bloß noch die Sklaven hat der Gesellschaft. Nee, die war nicht so schlimm, wenn man da spurte. Diese sagen ja nicht Bescheid, was los ist, diese töten gleich. Die sagen einem nicht, was er falsch macht. Bei den Sklaven hat der Gesellschaft noch immer was für eine Patsche gekriegt oder so, ne? Wenn ich da richtig informiert bin und so. Diese ist schlimmer und das war das Plan, hat er gesagt. Also bitte nochmal um Aufnahme und bitte auch in Berlin da zu protestieren. Ne? Weil jeder sollte doch sehen, jetzt haben sie die Maske fallen lassen. Also, wie gesagt, wie ich gesagt habe, ist es schön, dass das passiert ist, aber für uns ist es total ungünstig. Und schön, dass sie so dumm waren, das hätten sie mal vor 3 Monaten machen sollen. Also sie waren sich total sicher, dass nichts rauskommt. So, und wir kriegen immer mehr raus, wir können immer mehr ins Detail gehen und kriegen dadurch immer einfach ganz, ganz andere Sachen raus. Ne? So wie eben wir endlich auch erkannt haben, dass es wirklich nur die Drogen für Frankfurt waren, die hier lagern. Und wir sehen viele, viele Drogensüchtige, können aber nicht richtig klar gucken. Also das ist ziemlich toll hier. Ne? Oh, ich muss schon wieder anhalten.